Wir haben es schon im Intro gesagt, Thema Inflation. Wie konnten Sie die Inflation im Griff bekommen, beziehungsweise der Inflation trotzen und trotzdem gute Performance erzielen? Wie haben Sie das gemacht? Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, Frau Jäger. Ich will es halt zumindest einmal mal vorgerechnet haben. Also wie schon gesagt, sind 4,5% Inflationsrate zurzeit. Ich kann mich ja nur an die offizielle Zahl halten. Ja? Dann, wenn ich verweint Geld noch 0,5% habe, dann bin ich bei 5%, die ich reinholen muss nach Fondsspesen, netto. Ja? So, und jetzt haben wir in diesem Jahr Glück gehabt, dass der Aktienmarkt sehr, sehr gut gelaufen ist. Also am DAX gemessen liegen wir irgendwas um die 20% vorne. Das heißt also, ein Instrument war die Aktie, der Inflation zu trotzen. Wenn ich eben mich nicht in ein 100%iges Aktieninvestment getraut habe, dann habe ich halt einen Mischfonds, ein Balance-Mandat gemacht. Dann lag ich irgendwo zwischen 10% und 13%, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hat also auch funktioniert. Aber schwierig war es für richtig defensive Kunden, ohne Aktie, sage ich mal, diese 5% zu erzielen. Also wir haben das geschafft mit High Yields, also Hochzinsanleihen. Ja. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Mediolanum Best Brands Global High Yield, der hat halt 7% gebracht. Ja. Aber die Frage ist natürlich immer, die erlaubt sein muss, ob Aktie oder Hochzinsanleihe, wird das jedes Jahr funktionieren.